Das hier ist auch ganz typisch. Das kommt nämlich vom Arm raushalten. Dirty hands are always honest hands, you know? Damit hat man die Ehefrau eingeschlossen. So ein richtiger Auto-Orgasmus, würde ich schon fast sagen, ne? Eigentlich wollten wir euch heute das gute Wetter präsentieren. Wir hatten den ganzen Tag wunderbaren Sonnenschein, aber wie es der Zufall so will, landen wir natürlich jetzt wieder hier auf der wolkigen Seite. Wir fahren jetzt gerade nach San Francisco und weil es die letzten Tage permanent irgendwelche Mercedes gab, haben wir uns überlegt, machen wir heute ein Pickup Day draus. So, wir sind hier beim Pickup angekommen. Es ist ein Chevy C10 Scottsdale, 76er Jahrgang. Wir gucken uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Typisches Problem, wenn man Autos in Kalifornien kauft, ist, dass die Armaturenbretter immer einen Riss drin haben. Auch hier sehen wir das, dass es dann immer, wenn die Sonne durchscheint, dann bricht das irgendwann, weil einfach die Weichmacher dann rausgehen. Was man bei den Pickups immer sich anschauen muss, sind die Endspitzen. Bei den neueren ist das jetzt nicht mehr so schlimm. In den 50er, 60er Jahren, da rostet das hier immer so ein bisschen weg. It's a all-wheel drive? Yes. Das ist natürlich cool, ne? Allrad, das ist mal gern gefragt. Okay, hier haben sie auch gespachtelt, weil, wie auch schon meinte, hier oben sammelt sich der ganze Dreck. Und dann setzt sich das hier fest und dann kann das Wasser nicht richtig ablaufen und dann rostet es. Das ist immer ein bisschen scheiße. Das hier ist auch ganz typisch. Das kommt nämlich vom Arm raushalten. Und dann geht hier nämlich der Klarlack runter. Die Sitzbank sieht natürlich jetzt auch nicht so berauschend aus, aber das ist zum Glück was relativ schnell günstig und auch schnell gemacht werden kann. Das ist also auf jeden Fall keine dramatisch schöne Sache. Eine wichtige Sache, die wir auch mal beachten müssen beim Autokauf sind die Gurte, denn wenn die so ausgefranst sind, dann gibt es sofort Ärger mit dem TÜV und dann kriegen wir die nicht durch die Vollabnahme. Okay, damit hast du die ganze Besichtigung erledigt, denn wir haben unten am Schweller Rost und damit ist das schon gar nicht mehr lohnenswert. Schade. So, das ist natürlich schade, aber mit dem Rost an den Schwellern können wir das Auto leider nicht importieren. Das macht einfach gar keinen Sinn. Ich denke mal, wir fahren jetzt weiter und schauen mal, was wir heute noch finden. Aber den müssen wir hier leider stehen lassen. Hey buddy! Just in time, you can clean up the back of your truck. Oh, that's very nice. That the guys didn't clean it up? He wouldn't let me Oh, really? Leave it there. Oh, dirty hands are always honest hands, you know? Oh yeah, it's a little bit crunchy. So, wir haben ja gesagt, heute ist unser Pickup-Tag. Das ist noch ein 58er GMC. Was haben wir hier? Ein 58er GMC mit 6 Zylinder, so wurden die original ausgeliefert. Es gab manchmal welche mit
mit 8 Zylindern, aber hier haben wir einen 6 Zylinder drin. Das Auto hat viel Rost, also es ist ein Kalifornien-Auto, aber wenn wir hier uns die Endspitzen angucken, die sind natürlich alle ganz schön durch. Das hat einfach damit zu tun, dass das wahrscheinlich ja, einfach über die Jahre in der Region rumstand und denen keiner Beachtung geschenkt hat. Hier hinten sehen wir auch jede Menge Moos und so. Wahrscheinlich stand der irgendwo in der Gegend, wo auch einfach viel Baumbestand war. Die Scheiben, also sind nicht gebrochen, aber sind natürlich durch die Hitze sind sie ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Dach ist soweit erstmal in Ordnung. Ja, oben geht's auch. Ich kann mich auch noch hier raufstellen. Also das heißt, das ist jetzt hier noch nicht so komplett durchgerostet. Aber wir sehen, das ist hier alles schon ganz schön durch. Ne? Also hier die Floorboards, die müssen auf jeden Fall getauscht werden. Was ich ganz cool finde, ist, diese GMC-Trucks waren immer so ein bisschen, die standen über den Chevrolet-Trucks. Die Basis war genau die gleiche. Aber ich finde die vom Logo her und auch wenn wir uns hier mal das große Logo anschauen, das sieht schon ganz cool aus, ne? Also ich finde, so mit diesen großen Buchstaben, manchmal sind die auch verchromt, dann wirkt das auch noch viel massiger und viel bulliger. Auch das hier kann man verchromt kaufen und dann sieht das schon ganz schick aus. Zum Motor können wir sagen, 6 Zylinder, ob es jetzt der 2.16er ist oder 2.36er, muss man prüfen. Das sieht man auch am besten an den Motornummern. Der sieht soweit vollständig aus. Zündanlage ist da, Vergaser ist da, Anlasser ist da, Lichtmaschine ist da. Ja, das passt soweit. Scheinwerfereinsätze sind alle da, der Grill ist da, Stoßstange sieht soweit auch ordentlich aus. Was halt cool ist, wenn man diese ganzen Rostsachen mal wirklich repariert und auch schick macht, das ist ein richtig cooler Patina-Truck, ne? Wenn man das Ding auch nicht mit einer H-Zulassung, sondern mit einer LKW-Zulassung macht, hat man da unglaublich viele Möglichkeiten. So, wir gehen mal hier rüber. So, also, was haben wir Schönes? Wir haben die komplette Tachoanzeige. Wir haben keinen Schlüssel. Ich frage mal nach, warte mal. Jeff, the car came with a key? No key? Okay. Ja, also Schlüssel fehlt. Anschalter für die Heizung, aber ich vermute mal, die funktioniert seit 78 nicht mehr. Ja, Frontscheibe ist kaputt. Wir haben hier auch so eine nette Dame als Begleitung. Ich vermute mal, wenn die sich weiter hier aufhält, dann wird die auch mit nach Deutschland kommen. Ja, Sitzbank ist vollständig. Die Federn sind soweit auch intakt. Also zum Aufpolstern ist das auf jeden Fall noch brauchbar. Der ist schon ganz schön crunchy. Auch hier oben sieht man das. Da muss schon ein bisschen noch was gemacht werden. Aber das ist alles immer dem Preis angepasst. Und es ist unglaublich schwierig, diese Trucks mittlerweile in der Preisregion zu finden. Weil auch in Amerika sind diese Trends für diese Patina-Trucks immer, immer größer. Also ich denke, die Basis ist super. Es sind alle Teile da, die man braucht. Und Fahrwerk und sowas alles. Und auch vielleicht einen größeren Motor macht man ja wahrscheinlich eh rein, wenn man diese Umbauten vollzieht. Ich würde sagen, wir gehen da hinten und dann schauen wir uns das Ding zu Ende an. GMC. Eine zweite und eine zweieinhalber, weil die ist, glaube ich, nicht mehr so cool. GMC Radkappen. Mai. Wir haben es gleich. Mai 1973. Magazine from 1973. Ja, auch hier ist alles komplett, natürlich alles so ein bisschen, ja, alles so ein bisschen angerostet, ne? Das gehört dazu. Aber ich denke, das passt. Und wenn wir uns auch hier hinten das nochmal anschauen, das Tailgate, das ist ja immer ein bisschen angeschlagen, einfach weil es benutzt wird, aufgemacht wird, rübergeladen wird. Das gehört halt dazu. Aber ich denke, das passt zum Patina-Look, ne? Hier haben wir noch die Blue Plates, das heißt, er wurde irgendwann mal in den 70ern umgemeldet. Also insgesamt denke ich mal ein cooler Truck, der auf jeden Fall Arbeit braucht, aber das bietet sich super an für so ein Hot Rod Projekt. We'll be right back.
weil heute unser Pickup-Tag ist und wir nicht irgendwelche Frauen aufreißen wollen, sondern euch den ganzen Tag volles Programm mit Pickups geben, zeige ich euch jetzt meinen Favoriten. Kommt mal mit. GMC Pickup 1936 oder 37. Die Vorbesitzer sagen 37, ich hatte irgendwas mit 36 rausgefunden. Wir beantragen für das Auto im Moment einen neuen Titel, das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis er da ist. Und dann werden wir sehen, was der DMV, also die amerikanische Zulassungsbehörde, sagt, was es dann am Ende ist. Wie auch immer, das ist ja auch eigentlich schon fast gar nicht mehr so wichtig. Wichtig ist, dass das Ding mega cool ist. Jetzt schauen wir uns mal das gute Stück an und das ist mega cool. Also ich hatte einen Kunden, der mir erklärt hatte, dass das hier ein Vierzylinder ist, der wohl eine Leihgabe war zu diesem Jahr. Also es wurde wohl nur im ersten halben Jahr so produziert, danach kam der Sechszylinder. Wie das jetzt wirklich so ist oder nicht, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich finde, das ist ein super cooles Hot Rod Projekt. Aber jetzt gehen wir mal rum, damit wir mal sehen, worüber reden wir hier eigentlich und was haben wir hier. Also von vorne sehen wir, dass das Auto wirklich komplett ist. Hier hat er eine kleine Stelle, wo der Kühler einmal durchgeschossen ist. Das passiert halt, wenn amerikanische Ingenieurskunst auf Einfallsreichtum trifft. Und dann wird hier ein Loch rausgeschnitten und dann passt. Das ist natürlich ärgerlich, aber sowas lässt sich ja relativ gut nacharbeiten. Die Trims, der Grill, der ist bis auf eine Lamelle, ist der vollständig. Was natürlich super ist. Das Logo hier oben, alleine das Logo, da geht mir einer ab. Ne? Also sowas hier in der Form und in der Schönheit und dass das auch noch so klar zu sehen ist, das ist ja so ein richtiger Auto-Orgasmus, würde ich schon fast sagen. Ne? Also das Ding ist mega geil. Jetzt schauen wir uns mal hier an der Seite die Trims an und wir sehen, bis auf diese kleine Delle hier ist das Ding in einem 1A-Zustand. Also quasi wie 1936 vom Band gelaufen. Schauen wir mal, ob wir hier den aufkriegen. Ich sehe gerade, wir haben jetzt den Sechszylinder drin, gar nicht den Vierzylinder. Ich weiß gar nicht, was mir der Kunde da erzählt hatte. Aber gut, wir haben auf jeden Fall den Sechszylinder von GM drin. Wie groß der ist, müssen wir anhand der Nummern prüfen. Das kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Der Vergaser ist mit dabei, die Zündanlage, na, Zündspule ist mit dabei, Wasserpumpe ist dran. Also so ein paar Sachen sind dabei, aber ich denke, für ein Hot Rod Projekt ist das eigentlich fast irrelevant und das kann weg. Und hier kann man auch einen kleinen 283er von Chevy reinhauen und dann würde das schon ein super Projekt sein. Die Streben sind da. Vorne, das ist alles fest. Der Kühler ist dran. Der gehört aber eigentlich, wie gesagt, nicht an dieses Auto, weil sonst hätten wir nicht diese unschöne Stelle hier. Wenn wir uns jetzt hier die Haube anschauen, die öffnet und schließt sauber, was sehr schön ist, weil das ist immer nicht selbstverständlich und dann knarzen die oder hängen irgendwo fest. Und das hier sieht super aus. Da muss man erstmal reinkommen hier. So, wir schauen uns diesen unglaublich großen, voluminösen Innenraum mal an. Mit all den wunderschönen Spinnen und all dem, was es hier noch so Schönes zu finden gibt. Was wieder cool ist. Und ich finde, das ist immer, das erhält den Flair so ein bisschen. Die Instrumente sind da. Das ist immer ja, schon die halbe Miete. Wir sehen, das Getriebe ist mit angeschlossen. Die Sitzbank ist da, aber das war es aber schon. Wenn es da Bedarf gibt, können wir da auch bestimmt was besorgen und organisieren. Ansonsten die Klappe vom Handschuhfach ist da. Wir haben die Lüftungseinheit ist sogar da. Also hier sieht es auch gar nicht so schlimm mit dem Rost aus. Ne? Also das ist alles Flugrost, klar. Aber das ist alles gar nicht so wild. Das ist jetzt hier schmutzig. Aber wenn wir drüber gehen, dann sehen wir, dass das wirklich nur Flugrost ist. Ne? Also ich denke, als Grundbasis allererste Sahne. So, und zu guter Letzt schauen wir uns natürlich auch mal den Hintern dieser alten Dame an und sehen, ihr fehlt natürlich ein bisschen was. Also hier sind die Kotflügel schon alle so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, hier auch. Das ist halt leider so. Ne? Das sind diese typischen Barn- oder Field-Finds. Da hat sich früher niemand drum geschert und das ist halt dann der Zustand, wie er wirklich ist. Was wir auch hier wieder sehen, was ich super cool finde, ist, dass die letzte Registrierung 1964 war.
Und wenn wir uns die Kennzeichen auch anschauen, dann ist das fast schon wieder unglaublich, in was für einen guten Zustand die sind. Da könnte man fast wieder denken, die sind nagelneu, ne? Und hier in Amerika werden für so gute Kennzeichen, wenn sie in dem Alter sind, teilweise bis zu $500 bezahlt, ne? Bei uns gibt es die zum Auto dazu. Abschließend würde ich sagen, zum Bett, da hat jemand irgendwann mal eine Metallplane draufgelegt. Das kann man natürlich auch schön mit Holz verarbeiten und verkleiden. Ja, das ist dann immer jedem selbst überlassen, wie er das für sich gestalten möchte. Das ist ein vollkommenes Projekt, Zustandsnote 5, aber als Basis eben für einen Hot Rod oder was auch immer, mega cool. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile das älteste Auto, was wir importiert haben. Davor war es ein ich glaube, 38er Chevy Pickup. Der war echt cool, das war ein restauriertes Auto mit 350er Motor und sowas alles. Das hier ist 36 oder 37, also das ist jetzt schon das älteste Auto, was wir hier rüberholen, und mal schauen, ob wir nochmal ein älteres finden. Wir sind jetzt fertig hier. Die Autos kommen ungefähr im Mai nach Deutschland. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach weiteren Fahrzeugen. Seid dabei und bis zur nächsten Folge.